gönn dir eine kleine Auszeit. Du hast sie dir verdient. Wir kümmern uns heute intensiv um deinen Nacken und deine Schultern. Komm ganz entspannt in deinen Schneider oder in deinen Fersensitz und atme nochmal durch. Komm erstmal an. Dann atme ein, heb deine Arme kraftvoll über die Seiten nach oben. Atme aus, rotier auf zu deiner rechten Seite. Und jetzt bleib hier in dieser Position und finde bei jeder Einatmung mehr Länge. Und bei jeder Ausatmung kommst du tiefer in deine Rotation. Dann atme ein hier und bei der Ausatmung ziehst du deine rechte Hand rüber zur linken Seite. Machst also deine rechte Seite ganz lang. Dann atme ein hier und bei der Ausatmung kommst du in deine Adlerarme. Dein rechter Arm ist über deinem linken und dann wrappst du hier einmal deine Arme zusammen. Und wenn es geht und sich gut anfühlt, legst du deine Handflächen aufeinander. Bei der Einatmung ziehst du deine Adlerarme vorsichtig nach oben und bei der Ausatmung ziehst du deine Schultern nach unten. Einatmung, Arme nochmal kraftvoll über die Seiten nach oben heben, Ausatmung, Seite wechseln und rotier auf nach links. Einatmung hier, finde nochmal Länge. Ausatmung, zieh deinen linken Arm weit rüber zur rechten Seite. Einatmung, löse auf. Ausatmung, komm auf dieser Seite in deine Adlerarme. Dein linker Arm ist jetzt über dem rechten. Wrap hier einmal rum. Und wenn du willst, legst du wieder die Handflächen aufeinander. Und jetzt löse auf, deine Hände kommen hinter deinen Kopf. Einatmung, öffne deinen Brustkorb, dein Blick geht nach oben, deine Ellenbogen ziehen zurück. Ausatmung, mach dich hier ganz klein und rund, dein Blick geht Richtung Bauchnabel und zieh dein Kinn Richtung Brustkorb. Und jetzt gönn dir hier in deinem Atemrhythmus noch ein paar Wiederholungen.
Letztes Mal einatmen, nochmal öffnen. Und Ausatmung, mach dich ganz klein und zieh dich hier nach unten. Und jetzt bleib in dieser Position für ein paar Atemzüge. Finde Länge im gesamten Nacken- und Schulterbereich. Und dann löse auf. Greif mit deiner linken Hand dein rechtes Schienbein und mit der rechten Hand rotierst du einmal auf Richtung Decke. Einatmung hier, Ausatmung, Seite wechseln. Und jetzt gönn dir wieder hier in deinem Atemrhythmus ein paar Wiederholungen und stretch intensiv deine Seiten. Dann gönn dir hier noch eine Wiederholung und wir mobilisieren jetzt unsere Wirbelsäule. Greif mit den Händen deine Knie, atme ein hier und bei der Ausatmung strebt deine rechte Schulter Richtung linkes Knie. Einatmung Mitte, Ausgangsposition. Ausatmung, linke Schulter zieht Richtung rechtes Knie. Und dann machen wir gemeinsam noch eine Wiederholung. Und greifen unsere Hände hinter dem unteren Rücken und legen dann die Faust in unsere rechte Taille. Und jetzt lass hier ganz entspannt deinen Kopf zur rechten Schulter fallen. Schließ gern mal deine Augen. Konzentriere dich nur auf deinen Atem, wie er kommt und geht. Und werde hier einfach nur mal zum Beobachter. Wie fühlt sich diese kleine Auszeit für dich an? Dann löse vorsichtig auf. Leg deine gefalteten Hände links in deine Taille und lass hier deinen Kopf ganz vorsichtig zur linken Seite fallen. Schließ gerne nochmal die Augen und genieße. Dann löse auf und wir wollen nochmal unseren Brustkorb und unsere vordere Schulterpartie dehnen. Jetzt ziehst du deine Faust nach hinten, streckst deine Arme, dein Blick geht nach oben. Und dann gönn dir hier in dieser Position nochmal einen tiefen und nährenden Atemzug. Und dann rotieren wir hier nochmal zum Schluss dynamisch von Seite zu Seite. Stay.
dann schüttel nochmal deine Handgelenke aus. Und wenn du deinen ganzen Körper mobilisieren willst, dann probier super gerne mein Mama-Stretching oder mein postnatales Yoga aus. Und abonniere unbedingt meinen Kanal, damit du keine kostenlosen Workouts mehr verpasst.